den Frankentag. Yeah, yeah. Wir haben nur ein halbes Fest, wir machen das Beste draus. Wir tragen gerne dazu bei und singen mit euch ein Lied. Wir sagen sing, sing, macht mit uns, seid mit uns dabei. Yeah, sing, 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 schützt euch, macht den Körper frei. Fastnacht, Fastnacht, Fastnacht. Steppt der Bär, steht auf und tanzt, steht auf und tanzt, yeah! Steht auf und tanzt, steht auf und tanzt, yeah! Wir machen einen drauf und sagen nur Ahoi, Ding! Mozzarella, könnten Sie eine Ditte diese unmögliche Maske abnehmen? Aber das geht nicht, Frau Adelheid. Sie sind Risikopatientin und außerdem noch gar nicht geimpft. Das ist mir egal. Wie sollen dann denn so meine ebenmäßigen Gesichtszüge sehen? Und wie soll ich denn so die Nenner betören? Das ist allerdings ein Argument. Oh, danke schön, Frau Mozzarella. Guten Abend, Frankenthal. Ahoi! So, Frau Mozzarella, und jetzt besorgen Sie mir bitte die Corona-Anwesenheitslisten von heute Abend. Was? Wieso das denn? Da stehen Sie alle drauf. Die Namen und die Telefonnummern aller Herren. Glauben Sie etwa, Sie hätten hier heute Abend eine Chance? Seien Sie mal still. Was? Hören Sie das? Dieses Klopfen? Das sind die Herzen der Männer, die sich jetzt fragen, ob ich noch zu haben bin. Und ja, meine Herren, ich bin es. Und Sie werden es nicht bereuen, denn ich tue das auch nicht. Musik! Meine Herren, Sie wissen, wo Sie mich finden. Denn wie schrieb schon einst ein großer Dichter, wer nur vom Jungenfeuer schwärmt, vergisst, dass reife Glut viel
länger wärmt. Ich empfehle mich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, was ist hier los, ey? Hanna! Tag, Frankenthal! Ich glaube, wir sind die einzigen Fasnachter 2021, ey. Hanna, ey, ihr vom Fernseher, geht's euch gut? Habt ihr schön Füße auf dem Tisch? Bier und Schitztüte in der Hand? Ja, so gehört sich das, ne? So gehört sich das, ne, Schnittchen? Ja, Kalle, aber sag mal, wie geht's dir eigentlich so mit Corona? Och, frag nicht, ey, frag nicht, ey. Ey, hör mal, ey, ich muss neuerdings die Hände waschen. Ich, Karl-Heinz Koslowski, Kanalratte aus Wanne-Eickel, ey. Generationen von Kanalratten haben sich nicht die Hände gewaschen. 300 Jahre haben wir uns nicht die Hände gewaschen, ey. Aber jetzt, ich hab schon Wasserkontaktallergie. Ich hab Aquadermitis. Ja, Kalle, aber weißt du, ich hatte ja jetzt in der Corona-Zwangspause so richtig viel Zeit, über mich nachzudenken. Was, du kannst denken? Oh. Ja, und da habe ich mir überlegt, ich lasse mir ein Piercing machen. Was, Schneckchen, Piercing? Bist du verrückt? Ey, hör mal, ey, mein Kumpel Horst, ne, der ist dermaßen bestückt, der benutzt dein Duschen kein Duschgel. Der nimmt Rostentferner. Hör mal, mit dem ganzen Metall, ne, da kannst du den später nicht begraben. Den musst du verschrotten. Ja, dann vielleicht so ein kleines Piercing an der Nase. Ach, Schnittchen, wenn es sein muss. Aber hör mal, ey. Meine Botschaft an alle Kerle. Kein Piercing an den Privatgemächer, habt ihr gehört? Ey, ich war letztens in der Sauna. Boah, ey. Was da alles untenrum dran hing, das war ein Geklirre und Geschepper. Da kriegt der Begriff Klingelbeutel gleich eine ganz neue Bedeutung. Kalle! Klinglöckchen, klingelingeling, Klinglöckchen, kling. Piercing gibt's bei Lidl für die Nippel und den Schniedel. Kalle! Kannst du nichts Anständiges singen? Na klar kann ich was Anständiges singen. Rock'n'Roll kann ich singen, ey. Wollt ihr ein bisschen Rock'n'Roll von den Kalle? Yeah. Ja? Ja, hör mal, Kollege, an der Technik da hinten. Na, ein bisschen Stimmung. Schmeiß mal da deinen Kassettenrekorder an da. Ja! Jetzt hier die Halle.